Haltet euch fest, denn heute gibt es eine ordentliche Portion Metal auf die Ohren. Mit All We Know aus Darmstadt und Watch Me Rise haben wir die Musikhalle Porschstraße gerockt. Für euch natürlich auch den Musikclip des Monats. Viel Spaß bei Newcomer TV. All We Know liefert uns nun knallharten Melodic Death Metal. Mit aggressiven Vocals und traditionellen Gitarrensoli runden sie das Musikalische ab. Und auch optisch sind die Jungs nicht zu übersehen. Wer auf Melodic Death Metal steht, kommt an ihnen garantiert nicht vorbei. Hey, ich habe jetzt die Jungs All Will Know bei mir sitzen und ich würde mal behaupten, ihr seid die Jungs heute am Abend, die hier spielen, die am bekanntesten sind, beziehungsweise die größte Fanbase oder Reichweite haben. Würde ich mal so sagen. Also, wenn man. Wenn man es in Zahlen misst, ja. Auf jeden Fall. Ihr sagt von euch selbst, dass ihr skandinavisch beeinflussten Melodic Death Metal spielt. Wie kommt es und was kann man sich darunter vorstellen? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, wie ihr auf sowas kommt. Das ist relativ einfach, wenn man in dem Genre unterwegs ist und so Bands hört wie In Flames oder Soilwork, die relativ große Entwicklungen durchaus auch musikalisch machen, die eigentlich aus dem klassischen Göteborg Melodic Death kommen, die also sehr starke Death Metal Roots auch haben, die sich aber weiterentwickelt haben, dass Clean Gesang dazu kommt, dass etwas vertracktere Sachen auch in den Gitarren und in der Songstruktur passieren. Da fühlen wir uns sehr zu Hause. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt auf jeden Fall genau diesen Stil. Es hat sich eher so ergeben, dass das halt alle Stile sind, die uns gefallen. Auch das auf dem Album merkt man ja durchaus, da geht es auch mal in Richtung Power Metal, dann geht es mal eher in Richtung Progressive, dann ist es doch wieder eher so eine Oldschool Melodic Death Walze, die dann mal passiert, bis zu Blast Beats und sowas. Und da passiert halt so viel, dass Melodic Death Metal, gerade zu dieser leicht skandinavische, so am ehesten so als Deckel drüber passt. Also wir kochen sehr viel mehr, aber das ist so der grundsätzliche, so das Rezept, mit dem so das so die Bolognese erstmal schön wird und das andere ist so vielleicht noch die Chili, die man dazu tut. Wenn du ausschließlich der Schreiberling bist aus der Band, jetzt bei Deeper Into Time, ich meine, ich lese mal hier ein paar Titel vor. Still Cold and Lost, Reset That Clock und Existence Denied. Ja, also ich meine, worum geht's denn so im Groben? Also die Richtung, sag doch mal, was schwebt dir so im Kopf zu dem Album?
Das Album hat tatsächlich so eine Art Konzept hinter sich. Also es ist dieses ganze Deep Pain to Time Konzept beschreibt, wie das ist sehr autobiografisch tatsächlich. Das beschreibt quasi so 1-2 Jahre, in denen ich immer mehr gemerkt habe, dass ich in so einen Alltagstrott rutsche, in gewisse Manipulationen von außen, von den Medien, von der Politik, dass man irgendwie so aus seinem eigentlichen Individualtritt rauskommt. Und immer mehr feststellt, dass das, was man inzwischen macht, was man macht, um der Gesellschaft zu gefallen, um irgendwie seinen Job zu behalten, um irgendwie mit anderen Menschen klarzukommen, dass man immer mehr wegdriftet von dem, was das eigene Wesen ausmacht. Und das ist so eine Art die Odyssee, die ich in diesen 1-2 Jahren gemacht habe und die verschiedenen Stimmungen, die ich da drin durchlebt habe. Geht dann natürlich auch ein bisschen in Gesellschaftskritik, so gerade mediale Kontrolle und was kriegt man serviert, was nicht, was sollte man hinterfragen. Aber sehr viel ist dabei wirklich eine Selbstfindung, die ich in der Zeit gemacht habe. Like oceans rushing out your way, surrounded in waves that rapid decrease. The sun so hard is hidden in the sand. Open our glass with great outlets. Shouting bright, the last moment. Ihr habt selbst, also das ist, ich zitiere jetzt, von eurer Facebook-Seite, da habt ihr stehen, ja, bla 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 bla, komplettiert wurde das Line-Up durch Profi-Drummer Lukas Gröhl. Ja, so, Profi-Drummer. Was macht dich, Lukas, zum Profi-Drummer? Da muss noch das Wort Angehende davor. Ja. Also ich bin eigentlich hier in die Band gekommen durch den Max, weil wir zusammen studieren. Wie der Jan, der jetzt heute nicht da ist, studieren wir Jazz und Popularmusik. Ja. Und ja, der Plan ist halt später mal mit Musik das Geld zu verdienen. Und deswegen angehende Profi-Drummer, weil ich noch nicht fertig bin. Ja. Destination's down. Now this is what you expect me to be. I wrap my arm into the ignorance until it's time to reconnect with the world. Exile, and all I'm just going down. Within the rest, it asks me to lose all control. My eyes get lost with the current schemes. Uncut my mind in ways. Ich erlebe es sehr, sehr oft, dass gerade junge Bands
erstmal damit anfangen, groß Merch aufzubauen. Und da muss ich sagen, ist vielleicht nicht unbedingt immer das Schlauste, auch wenn es ganz cool ist, wenn schon die ersten Leute die Band-Shirts tragen und so auch ein bisschen Werbung für die Band machen. Aber ich glaube, der Priorität hat erstmal die Songs, die geil zu arrangieren und dann halt auch eine Bühnenpräsenz aufzubauen, oder? Also es ist auf jeden Fall cooler, erstmal ein Jahr im Proberaum zu verbringen, bevor man überhaupt rausgeht. Weil so ein Gig kriegt man relativ schnell und Merch ist auch schnell gedruckt und alles. Aber wie oft sitzt man dann daheim auf einem Karton voll mit T-Shirts, weil es die Band nach 2 Wochen nicht mehr gibt? Und es ist halt Angebot-Nachfrage. Also wenn nach Konzerten zu uns Leute kommen und sagen, sie wollen Pullover, ist das klasse. Wenn sie dann nach 20 Konzerten immer noch die Leute kommen und sagen, ey, wir wollen Pullover, dann wissen wir, okay, dann werden wir die auch los. Vorher macht das gar keinen Sinn, die zu drucken. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und euch noch einen schönen Abend. Die folgende Band ist momentan auf Tour und begeistert immer mehr Fans mit ihrem Alternativ-Punk-Rock. Ihren Sound beschreiben sie selbst, wie wenn ein Zug mit unglaublicher Grausamkeit in eine Herde voller Schafe rast. Seid gespannt und genießt mit uns Watch Me Rise auf der Bühne für uns in Oberursel. Watch Me Rise sitzen jetzt neben mir und ich möchte anfangen mit einem Zitat. Ja, auf der Facebook-Seite haben die Jungs nämlich Folgendes stehen. Wir, Watch Me Rise, kombinieren innovative Texte mit innovativer Musik auf einer innovativen Ebene. Unser Sound klingt wie wenn ein Zug auf unglaublich grausame Weise in eine Herde Schafe rast. Themen wie embryonale Stammzellenforschung, Menschenhandel und Walauffangstationen stehen bei uns klar im Zentrum. Für weitere Informationen schickt uns eine Brieftaube in den Deine Mutter ist ein Hobbit und heißt Frodo-Weg. So sieht es aus. So, genau. Also das Erste, was mir dazu jetzt einfällt oder was ich verstanden habe, ihr habt Songtexte mit politischem Inhalt und klarem Statement, würde ich behaupten, und ihr habt einen ganz klaren Fable für Herr der Ringe. Das erklärt euch doch mal ein bisschen. Haben wir ein Fable für Herr der Ringe? Also ich habe ein Fable für Herr der Ringe. Aber sind unsere Texte so politisch? Teile. Also Teile. Wir haben eher gesellschaftskritisch, würde ich sagen, als politisch großartig. Genau. Erzähl ruhig mal ein bisschen mehr darüber. Bist du der Schreiber? Ja, ich bin der Schreiber. Das bleibt jetzt in mir hängen. Okay. Ja, also im Großen und Ganzen verschiedene Sachen, die mich irgendwie genervt haben oder die ich nicht cool fand, die so mich rum passiert sind, wurden dann halt zu Texten verarbeitet, weil es irgendwie ein einfacher Weg war, den Frust loszuwerden, ihn halt niederzuschreiben in Texten. Ja, aber tatsächlich zu diesen Themen, also Walfangstation, also das ist einfach nur ein bisschen Quatsch, ja? Okay. Wir mussten einen Text schreiben, hatten wenig Lust darauf und das ist nach einer halben Stunde im Halbsuff entstanden. We'll be right back.
2013 seid ihr schon ganz gut unterwegs. Immer mal wieder coole Gigs. Doch, ich habe gesehen, also ein paar kleinere, ein paar größere Sachen dabei. Habt ihr irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche Ereignisse, die euch so hängen geblieben sind, die lustig sind zu erzählen, weil irgendwas lacht schon so? Ich weiß nicht, ob man das erzählen darf. Doch. Also wir hatten da vor nicht so allzu langer Zeit einen Auftritt in Belgien, wo wir viel belgisches Bier konsumiert haben. Vor allen Dingen der Timo. Hallo Conny. Hallo Conny. Der Timo hat es in Belgien ein bisschen übertrieben und ist richtig böse an der Treppe abgeschmiert. Hat sich eine Stunde auf Toilette versteckt. Also war auf jeden Fall ein erfolgreicher Abend. Er hat die Gastgeberin noch von hinten umgegrätscht. Bei der wir übernachten durften, aus Versehen natürlich. Das war schon ziemlich witzig auf jeden Fall, ja. Also da hatten wir definitiv Spaß. Das ist jetzt, ich glaube, 3 Wochen her. Everything becomes so clear. Sometimes I really want to get away, but it's much harder than they used to say. Why have to turn my back on you? Feeling empty, nothing new. I'm so sick of all these pain. Never again. Now it's good as a Roman. When it was enough, me, she's not the place where you belong. In my own behavior, there was no fortune set aside. Forgiveness and a touch, that is all that I expect. Every pain comes with my tears. Every grief, all my fears. Every sorrow, fade in the blue. Well, nothing better. Alu, du spielst Bass in der Band und du bist so eigentlich der Frischling in der Band, oder? Seit wann bist du dabei? Seit wann bin ich dabei? 3 Monate ungefähr, ja, genau. Ja, das ist halt nichts. So 3 Monate, das ist, also du bist ein Frischling, ja. Würdest du sagen, dass die Jungs einen Knacks haben? Oder bereust du das so ein bisschen, hier reingeraten zu sein? Du kannst jetzt ruhig offen sprechen, das musst du jetzt nicht peinlich sein, ja? Sei ehrlich. Sag mal so. Nee, die Jungs sind auf jeden Fall schon ziemlich cool. Einzigartige Person auf jeden Fall. Vor allem der Marc. Nein, der Timo vor allem. Warum? Erklär mal. Kann man Timo erklären? Muss man gesehen haben. Wieso? Machst du... Naja, keine Ahnung. Ich grätsch halt einfach meine Gastgeberin um oder Rauch im Proberaum, wo man nicht rauchen darf. Oder ist Salz mit Pfeffer. Esslöffel Salz mit Pfeffer. Wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Also Belgien, das heißt, ihr seid nicht nur in Deutschland unterwegs, seid auch mal rausgegangen. Also es war der erste bisher, also okay, der einzige Auslandsgig. Nee, wir haben zweimal in Belgien gespielt. Zweimal in Belgien. Warum zieht es denn so viele Bands nach Belgien? Ich höre das ganz, ganz, ganz oft.
Was ist da so toll? Belgien? Warum? Da gibt es belgisches Starkbier. Das ist ganz einfach. Die wollen nur wegen dem Bier dahin, oder ja, was? Ja, echt? Echt? Dann muss ich auch mal nach Belgien. Eure Band hat bereits ein Video und möchte damit noch bekannter werden. Schickt uns euer Video einfach auf newcomertv.com, ladet es hier hoch und mit ein bisschen Glück werdet ihr der nächste Clip des Monats. Heute zeigen wir euch ein Musikprojekt aus Frankfurt für die Suchthilfe. Hier arbeiten 30 Studierende der sozialen Arbeit mit Kreativität und Musik zusammen. High Life für euch bei Newcomer TV. Ganz schön was los bei der großen Performance. Rund 300 Besucher waren am Sonntag ins Gallus gekommen, um sich anzuhören, was die kreativen Frankfurterinnen und Frankfurter mit und ohne Drogenprobleme unter dem Projekttitel Highlife Frankfurt gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Denn die Musik begleitet mich auf meinem Weg zum Glück. Unsere Studenten sind besondere Studenten. Sie studieren nämlich im Schwerpunkt Kultur und Medien. Und dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit Theater, mit Film, mit Musik, Performance und so weiter, mit allen Künsten und ihre Anwendung in der sozialen Arbeit. Das heißt, sie üben in solchen Projekten, wie man mit Klienten, verschiedensten Klienten in der sozialen Arbeit umgehen kann, wie man künstlerisch arbeitet und so Menschen zusammenbringt und auch zu ihrem Selbstausdruck bringt. Irgendwann kam die Zeit und ich war da drin, in dieser Zelle aus vier Wänden und es machte keinen Sinn. Ich machte mir voll den Kopf, denn hatte alles verloren. Mir wurde die Freiheit genommen und saß da drin voller Zorn. Jeder Mensch macht mal Fehler, doch man kann daraus lernen. Deswegen schreibe ich diese Texte und probiere es zu erklären. Denn genau so ging es mir früher, ich hatte auf alles gekackt. Und meine Ausbildung zum Koch, die habe ich nicht mehr geschafft. Und wir haben dann die Idee aufgegriffen, die ich hatte, weil ich ja auch im Suchtbereich beruflich tätig bin, da auch mal ein Musikprojekt zu machen. Und da haben sich dann viele andere Fachbereiche angeschlossen, Film, Foto, Theater. Und es ist ein richtig großes Projekt geworden. Es gibt was Besseres im Leben außer Kiffen und Knast. Es gibt was Besseres im Leben außer immer zu trinken und im Atlantik da draußen mit diesem Schiff zu versinken. Es gibt was Besseres im Leben, heute schreibe ich es auf und ich weiß, ich kann es schaffen, wenn ich nur an mich glaube. Also da sieht man, welche Kreativität auch in Menschen steckt, die vielleicht Schwierigkeiten im Leben haben. Wenn die in solchen Projekten die Möglichkeit haben, ihre Kreativität zu entfalten, dann tun die das und tun das gerne und tun das sehr gut. Du bleibst in meinem Kopf, als Schmerz allein, als Schmerz allein. Du bleibst in meinem Kopf. Also wir kennen das ja auch, also ich mache ja selbst Musik und weiß, was ich daraus ziehe und eigentlich meinen Ausgleich daraus ziehe und meine Kraft auch daraus gewinne. Und bei anderen Menschen, ob das jetzt Drogenabhängige sind oder ehemalige, ist das ähnlich. Also viele Menschen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, ja, merken sie, dass sie ihr Leben gestalten können. Das ist eigentlich so eine Erfahrung des Gestaltens des eigenen Lebens. Und das ist ja unser Ansatz auch in der sozialen Arbeit, solche Erfahrungen zu ermöglichen, dass daraus auch eine Kraft entsteht, auch sein Leben in die Hand zu nehmen, auch Dinge zu verändern, die man verändern will und sich nicht nur als Opfer zu fühlen oder sich vor der Welt zu verstecken, sondern was zu bewegen, selbst zu bewegen. Am Ende des Tages waren alle ziemlich zufrieden. Ein Ansporn für die Projektverantwortlichen von Frankfurt University of Applied Science, das Projekt weiter voranzutreiben. Eine Neuauflage von Highlife Frankfurt ist für den Herbst geplant. Das Projekt startete im März 2015 und endete Anfang diesen Jahres. Wir finden es klasse und würden uns auch freuen, wenn ihr bei unserer nächsten Newcomer TV nach den Oberursel dabei seid. Viele coole Bands, tolle Musik und wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal, euer Lukas.